Super, während die anderen sich einwählen, zeige ich euch schon mal die Startposition. Da starten wir heute im Schmetterling, das heißt, die Fußsohlen kommen zueinander. Und dann rollt ihr euch ganz leicht auf den Boden ab und lasst schön die Knie nach außen fallen. Ihr könnt euer Zopfgummi gerne ein bisschen verschieben, dass ihr hier schön am Boden liegen könnt. Und die Knie fallen schön nach außen. Wir wollen heute unsere Hüften öffnen. Das heißt, hier schon mal schön reinatmen. Und wenn es zieht, dann besonders durch den Mund ausatmen. Schön loslassen die Knie. Ganz bewusst hier in die Innenseite. Ihr könnt die Hände auch gern drauflegen. Tief einatmen und richtig versucht loszulassen. Wir versuchen hier oft zu verkrampfen und es ist ganz schwer fallen zu lassen. Du kannst die Hände auch gerne von dir wegstrecken und die Augen schließen. Und hier schon mal die Zeit nutzen und auf deiner Matte ankommen. Verbinde dich schon mal mit deinem Atem. Wenn du möchtest, kannst du auch die Hände auf deinen Bauch legen. Und von der flachen Atmung, die wir meistens über den Tag haben, zu einer tiefen Bauchatmung kommen. Sehr schön, Elena, 11.1977. Mal sehen, was sich dahinter verbirgt. Und Tina ist auch dabei. Schön. Genau, legt euch gerne schon in den Schmetterling. Wir haben noch 4 Minuten. Und können hier schon mal schön unsere Innenseiten aufwärmen. Sollte es zwischendurch für dich zu stark sein, dann streck die Beine gerne aus in Shavasana und schüttel sie aus. Massiere so ein bisschen deine Leisten. Und dann komm gerne wieder zurück in den Schmetterling. Schließ deine Augen. Atme tief und gleichmäßig durch die Nase ein und aus. Konzentriere dich auf die Hüften, auf deine Beine, auf deinen Körper und versuch deine Gedanken weniger werden zu lassen. Glätte deine Stirn. Joel, Tessa und Mama sind noch dazu gekommen. Herzlich willkommen. Super, dann starten wir auch. Könnt ihr euch noch mal kurz ausschütteln mit den Beinen? Und dann kommen wir alle gemeinsam mal in den Schmetterling. Die Wirbelsäule liegt ganz gerade auf der Matte. Und du kannst mal variieren, wie weit du die Füße von dir weglegst. Wenn du sie ganz nah dran legst, dann sind die Knie wahrscheinlich nicht ganz so weit am Boden, je nachdem, wie offen deine Hüfte ist. Versuche hier deine Position zu finden. Zieh die Schultern schön von den Ohren weg. Und dann leg einmal deine Hände auf deinen unteren Bauch. Schließ die Augen und atme tief ein durch die Nase. Und aus durch den Mund. Noch zweimal tief ein. Und nochmal tief einatmen.
Oder lass den Atem jetzt gleichmäßig durch die Nase ein- und ausströmen. Ohne viel verändern zu wollen. Öffne deinen Mund leicht, dass dein Kiefer sich entspannen kann. Und lass deine Stirn glatt werden. Entspann den Raum hinter deinen Augen. Und komm hier kurz zur Ruhe. Und von hier, nimm mit Hilfe deiner Hände, schließe vorsichtig deine Knie wieder zueinander und gib dir eine schöne Umarmung, mach ein Kickchen. Oh, schön, gib in unseren Rücken. Dann rechts nach links. Und dann mit etwas Schwung roll ich über die Wirbelsäule von vorne nach hinten, hin und her, bis du nach oben in einen Sitz kommst. Und komm hier einmal kurz in den Schneidersitz. Wir bleiben nicht lange, also du brauchst nicht unbedingt eine Sitzerhöhung. Bring einmal die Hände vor dein Herz, schließ deine Augen. Und heute wird eine flowy Stunde. Also wir kommen in den Flow. Du kannst dir merken, dass wir durch die verschiedenen Positionen immer ungefähr 5-mal hin und her fließen werden. Nur so für dich zur Orientierung. Dann kannst du dich ein bisschen besser auf den Flow konzentrieren. Wichtig ist, dass du auf deinen Körper heute hörst und wir einfach richtig viel Spaß zusammen haben. Ein kleiner Happy Mood Flow am Montagabend, um in den Mai zu starten. Also ziehe einmal schon mal deine Mundwinkel schön nach oben, lass die Augen noch geschlossen. Und denk an irgendwas, was dir richtig gute Laune macht. Vielleicht denkst du an eine Situation, in der du das letzte Mal so richtig dir den Bauch gehalten hast vor Lachen. Ganz egal, wann das war, kann ganz lange her sein oder gerade erst vor kurzem. Sehr gut. Und dann atmen wir einmal nochmal tief ein, durch die Nase und aus, durch den Mund. Nochmal herzlich willkommen, alle, die heute neu dabei sind. Ich heiße Svenja. Schön, dass du dabei bist. Wir wärmen kurz unsere Handgelenke auf zu Beginn. Kreisen einmal die Handgelenke in beide Richtungen. Und dann wollen wir kurz flicken. Und wir flicken richtig schön über den Daumen hinweg und machen die Handgelenke ganz groß. Strecken uns weit nach oben, soweit es geht, und flicken. Sehr gut. Und zur Seite. Und nochmal nach vorne. Sehr gut. Und dann schütteln wir aus. Bring hier einmal ein bisschen Luft in die Ellenbogen. Super. Und dann treffen wir uns im Vierfüßlerstand. Schwingen uns hier einmal rum. Wir bewegen uns heute ein bisschen entlang der langen Seite der Matte. Das heißt, wenn ich ganz vor der kurzen Seite stehe, würde ich den Laptop leicht auf die linke Seite rüberschieben, damit du, wenn du nach hinten guckst, trotzdem auf den Laptop siehst. Nur so als kleine Hilfestellung. Und dann bringen wir die Hände unter unsere Schultern und kommen hier direkt schon in den Fünferflow. Das heißt, wir kommen in die Kuh, schieben unser Brustkorb nach vorne, die Schulter nach hinten, atmen hier ein und aus in den Katzenbuckel. Das ist eine Runde. Das heißt, einatmen, zwei, ausatmen. Einatmen, drei, ausatmen. Einatmen, vier. Und ausatmen. Und ein letztes Mal. Spüre richtig, wie sich die Wirbel auf. Wärmen hier. Und aus.
Bleib kurz im Katzenbuckel, schieb die Matte weiter weg, der Nabel zieht ein, das Kinn geht zur Brust. Wir schaffen maximal Platz zwischen den Schulterblättern und kommen dann in die neutrale Position. Mit der nächsten Einatmung strecken wir unser linkes Bein nach hinten raus und öffnen die Hüfte zur Seite. Stellen hier den hinteren Fuß ab und atmen den linken Arm nach oben ein in die Seitstütze. Der untere Fuß kann ein bisschen schräger nach hinten zeigen. Und dann finde hier einmal deine Position. Drück dich schön aus der rechten Schulter raus. Und von hier kommen wir auch in einen Fünfer-Flow. Wir drücken uns zunächst nach oben. Wir lösen die rechte Hand, die linke Hand legt ab. Der rechte Arm zieht nach oben, sodass wir hier richtig schön in die Seite dehnen. Genau, erstmal langsam. Tief einatmen. Ausatmen, wir fächern wieder zurück nach unten. Die rechte Hand findet den Boden. Und Achtung, wir ziehen auch das geflexte Bein hier mit einmal hoch und ziehen den oberen Arm über den Kopf hinweg. Von hier einatmen, wir drücken das Bein nach oben. Und ausatmen, nach unten, Bein und Arm strecken. Einatmen nach oben, drei. Ausatmen nach unten. Einatmen nach oben, vier. Ausatmen nach unten. Sehr schön. Und ein letztes Mal heben. Und aus. Hier einmal nach dran ziehen. Und dann lösen wir, drehen uns in die neutrale Vierfüßlerposition. Kommen hier einmal an, ruckeln uns zurecht. Vielleicht möchtest du das rechte Handgelenk ausschütteln. Und dann mit der nächsten Einatmung schieben wir unser rechtes Bein nach hinten raus, öffnen die Hüfte, stellen den hinteren Fuß ab und strecken unser Schienbein ein bisschen nach hinten, kicken die Hüfte nach vorne und lösen die rechte Hand nach oben. Das heißt, die Hüfte kickt schön nach vorne, der Po ist nicht hier hinten. Der Bauch ist fest, wir atmen ein und ziehen uns nach oben, rechte Hand legt ab, linke Hand zieht uns in die Länge, Dehnung in der linken Flanke. Ausatmen, die linke Hand findet den Boden, der rechte Fuß schiebt und der rechte Arm zieht übers Ohr hin. Einatmen, heben, lang ziehen. Und ausatmen, die linke Hand kommt zum Boden, das Bein zieht mit hoch und nach der Arm. Einatmen, drei, heben. Ausatmen, lang ziehen, fester Bauch. Einatmen, vier. Und ausatmen, zurück. Und ein letztes Mal einatmen, hoch. In die Seite ziehen. Und ausatmen. Einmal noch hochziehen. Und den Fuß absetzen. Wir kommen in die neutrale Vierfüßlerposition. Sehr gut. Atmen hier einmal tief ein. Und ausschieben das Gesäß nach hinten in die Stellung des Kindes. Fächern unsere Arme maximal nach vorne auf. Wir können ganz viel Länge schaffen im Rücken. Und von hier stellen wir dann die Füße auf und schieben uns in unseren ersten herabschwangenden Hund. Wir atmen hier tief ein und aus. Einatmen, zwei. Aus. Einatmen, drei. Der Bauch ist fest. Einatmen, vier. Und ausatmen. Und einatmen, fünf. Sehr schön. Schauen wir nach vorne zu deinen Händen. Wir kommen mit kleinen Trippelschritten das erste Mal in unsere Uttanasana Vorwärtsbeuge. Die Füße stehen hüftbreit, die Beine sind gebeugt. Und wir legen den Oberkörper einmal hier rüber. Sehr schön. Und von hier können wir auch einmal in den Flow, in die halbe Vorwärtsbeuge einatmen. Ausatmen, eins. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, gerader Rücken. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge, zwei. Einatmen. Ausatmen, drei. Einatmen, heben, gerader Rücken. Ausatmen, vier. Einatmen, heben. Und ausatmen, fünf, Vorwärtsbeuge. Und mit der nächsten Einatmung ziehen wir die Arme über die Seite, kommen mit geführtem Hohlkreuz und geradem Rücken nach oben, ziehen uns schön lang.
Und aus, auf den Händen vors Herz. Sehr gut. Finde hier einmal deine Position vorne auf der Matte. Hände vom Herzen und mit der nächsten Einatmung ziehen uns nochmal lang nach oben. Die Zeigefinger finden sich, wir schieben uns ganz lang raus. Einatmen hier. Ausatmen, wir beugen uns nach rechts. Ziehen uns lang. Einatmen zur Mitte. Ausatmen nach links. Einatmen zur Mitte. Und wir kommen in einen Twist. Ziehen die Arme nach vorne und hinten auseinander. Der Bauch ist fest. Die Füße sind gleichmäßig belastet. Blick über die rechte Schulter. Einatmen, heben. Schön Länge. Und ausatmen in die andere Richtung. Blick über die linke Schulter. Einatmen, heben. Und ausatmen. Geführtes Hohlkreuz in die Vorwärtsbeuge. Uttanasana. Einatmen, halbe Vorwärtsbeuge, gerade Rücken. Und ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Wir machen einen großen Schritt mit rechts und links nach hinten. In den herabschauenden Hund. Und von hier fließen wir durch unser erstes Vinyasa. Wir rollen uns langsam Wirbel für Wirbel nach vorne. Bleiben kurz in der schiefen Ebene. Finden uns zurecht, unsere Schultern sollten über den Händen sein. Die Fersen schieben nach hinten, wir drücken uns außen Schultern raus. Hier tief einatmen, ausatmen, die Knie setzen ab, einatmen, wir verlagern das Gewicht nach vorne, ziehen die Schultern weit zurück, ausatmen, langsam Brust und Kinn absetzen, einatmen, die Hüfte legt ab, wir ziehen uns hoch in die erste Rückbeuge, die Babykobra. Ausatmen, die Stirn legt ab und wir bringen jetzt hier unter unsere Ellenbogen im rechten Winkel ein bisschen weiter vor, unsere Fingerspitzen. Hinten drücken wir unsere Füße in die Matte, sodass die Knie hochkommen, der Bauch zieht ein. Und dann rollen wir uns hier einmal hoch in eine Vorrückbeuge und ausatmen wie eine Welle. Einatmen, heben und ausatmen, ablegen. Einatmen, hoch, ausatmen, ablegen. Einatmen, vier, ausatmen, ablegen und einatmen, fünf. Ausatmen, ablegen. Sehr schön. Die Finger, die Hände kommen wieder unter die Schultern. Und wir setzen die Füße um, drücken uns über die Hände nach hinten. Und treffen uns im Herabschauen. Tief einatmen hier. Und aus. Einatmen, wir beugen die Beine. Blick geht nach vorne. Großer Schritt mit rechts und links. Direkt halbe Vorwärtsbeugung. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Und einatmen, über die Seite nach oben. Heraufschauender Baum. Und Hände vors Herz. Sehr gut. Bring jetzt deine Füße einmal im 45-Grad-Winkel nach vorne. Ich zeige es mal von vorne. Genau. Schön weit nach vorne. Und die Hände kommen einmal vor unser Herz. Wir atmen ein. Und aus. Wir setzen uns tief. Die drücken die Knie schön nach hinten, der Oberkörper bleibt gerade, nur soweit du kannst. Und heben. Ausatmen, tief setzen. Und jetzt kommen die Arme über die Seite, einatmen, heben. Ausatmen, tief, einatmen, heben. Ausatmen, tief, wir bleiben hier. Wenn du hier oben bist, kannst du dich hier abstützen, deine Knie nach außen drücken. Oder wenn du hier unten bist, dann drück deine Ellenbogen gegen deine Knie. Setz dich tief, achte aber auf deine Knie. Tief einatmen in die Hüfte und aus. Tief ein, Mundwinkel nach oben ziehen und aus. Achtung, Kraft in die Beine, einatmen, ziehen nach oben und ausatmen. Setzen noch einmal tief, bringen die Hände dann zwischen die Füße auf den Boden, machen einen großen Schritt mit rechts nach hinten. Und machen hier kurz ein paar Kreise in der Hüfte, in beide Richtungen. Sehr schön. Tief einatmen hier. Und Achtung, der rechte Fuß kommt wieder nach vorne in den Yogi-Squat. Einmal tief einatmen, heben. Ausatmen, tief. Einatmen, hoch, zwei. Ausatmen, tief. Einatmen, hoch, drei. Ausatmen, schief.
Einatmen hoch, 4. Ausatmen tief. Und einmal noch tief ein. Und ausatmen. Und dann kommen die Hände auf den Boden. Wir machen einen großen Schritt mit dem linken Bein nach hinten. Sehr schön. Und drehen hier ein paar Kreise in der Hüfte. Super. Tief einatmen. Und ausatmen. Großer Schritt. Ihr könnt das Knie absetzen, wenn es zu schwierig wird. Großer Schritt mit rechts nach hinten. Wir treffen uns im Herabschauen. Und atmen tief ein. Und aus. Einatmen, wir fließen durch ein Vinyasa. Rollen uns nach vorne. Ausatmen, Knie, Brust und Kinn. Und einatmen, Baby hoch. Ausatmen, wir drücken uns zurück. Herabschauender Hund. Einatmen, wir beugen die Beine. Großer Schritt mit rechts und links nach vorne. Direkt in die halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge, Uttanasana und einatmen, über die Seite nach oben ziehen und ausatmen, Hände vors Herz. Sehr gut, tief einatmen hier. Finde deinen Atem. Schließ einmal die Augen. Denk entweder an die gleiche oder noch eine andere Situation, die dich zum Lachen bringt. Irgendwas richtig Witziges. Vielleicht auch die Lache eines anderen Menschen. Ich finde, das ist immer sehr ansteckend. Sehr schön. Und von hier kommen wir in unseren Flow. Wir atmen tief ein, nach oben. Schieben dann unser Brustbein nach vorne in die Vorwärtsbeuge. Und Achtung, jetzt bringt mal deine Knie und deine Füße zusammen. Wir wollen hier einmal nur den Fuß nach hinten oben wegstrecken. Die Knie drücken zusammen. Und wir kommen dann hier einmal von der ganzen Vorwärtsbeuge in die halbe Vorwärtsbeuge auf die Fingerspitzen. Versuchen, den Bauch schön einzuziehen, die Schultern zurück. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Einatmen. 2. Aus. Einatmen. 3. Aus. Einatmen. 4. Ausatmen. Und einatmen. 5. Ausatmen und einen großen Schritt mit links nach hinten. Erde dein Knie und atme ein in den Low Lunge. Von hier kommen wir auch wieder in einen Flow. Wir wollen die Rückseiten aufwärmen. Wir atmen ein und unser Herz ist schön offen, ohne uns zu sehr ins Hohlkreuz zu sacken. Und mit der Ausatmen schieben wir unser Gesäß nach hinten und versuchen, das vordere Bein zu strecken. Wir flexen also den Fuß. Und versuchen, unser Brustbein Richtung Kinn zu bringen. Sehr gut. Dann kommen wir mit der Einatmung hoch. 2. Und ausatmen. Hier wieder das Bein strecken, Brust zum Kinn. Komm in deinen Flow. Einatmen. 3. Aus. Einatmen. 4. Und ausatmen. Einatmen, 5. Und ausatmen. Achtung, einatmen nach oben. Ausatmen, die Hände kommen nach vorne. Und wir drücken uns mit dem hinteren Bein ab. Das muss nicht in 1 geschehen. Und versuchen hier das Bein zu heben. Und eventuell hier in einen Half Split zu kommen, in einen halben Spagat. Das hier ist schon super. Wer möchte, kann die rechte Hand noch nehmen. Und sich hier zum Bein drehen und das hintere Bein maximal nach hinten oben strecken. Sehr gut, es ist egal, wie ihr aussieht, Hauptsache eure Rückseite arbeitet. Und ihr streckt die Rückseite des hinteren Beins, was in der Luft ist, Richtung Decke. Tief einatmen, ausatmen, sanfter, großer Schritt nach hinten. Und einatmen, High Lunge. Sehr gut. Das vordere Knie ist über der Fessel. Und dann achtet darauf, dass ihr nicht zu sehr im Hohlkreuz seid, sonst macht den Schritt etwas kleiner. Wir atmen wieder ein, tief. Und ausatmen, wir öffnen in den Krieger 2. Die Hüfte ist zur langen Seite der Matte geöffnet. Einmal schön Hände in die Hüfte nehmen. Und die hintere Fußkante drückt in die Matte. Vorderes Knie fällt nicht nach innen, sondern du drückst es schön nach hinten. Und dann setzen wir uns hier nur so tief,
unser Po nicht nach hinten ausrichtet. Arme kommen dazu. Und hier kommen wir auch in einen Fünferflow. Und zwar kommen wir hier, von hier, tief einatmen. Ausatmen, erstmal etwas tiefer setzen im Bein. Einatmen, der hintere Arm kommt auf den hinteren Oberschenkel. Wir kommen in den friedlichen Krieger, fester Bauch. Und ausatmen, wir schwingen uns nach vorne, bringen den Unterarm auf unseren Oberschenkel und ziehen uns hier in den seitlichen Winkel. Schön lang ziehen, feste Arme. Also einatmen, friedlicher Krieger. Ausatmen, seitlicher Winkel. Sehr schön. Einatmen, drei. Ausatmen, seitlicher Winkel. Einatmen, vier. Ausatmen, seitlicher Winkel. Spür deine Beine, sehr schön. Und einatmen, fünf. Ausatmen, seitlicher Winkel. Einatmen, das vordere Bein streckt. Und wir wollen hier einmal in 45-Grad-Winkel zur langen Seite der Matte kommen mit den Füßen. Diesmal aber weiter als vorhin. Wir wollen in die Göttin. Dafür die Hände einmal vors Herz bringen. Einatmen hier, ausatmen. Wir versuchen hier tief zu setzen. Aber Achtung, die Knie sollten über den Füßen sein. Also drück sie schön nach hinten. Du musst gar nicht so weit zurückkommen. Einatmen, heben. Ausatmen, tief, zwei. Einatmen, heben. Ausatmen, tief setzen. Drei. Einatmen, heben. Ausatmen, tief. Vier. Einatmen, heben. Und ausatmen, tief setzen. Hier kurz halten. Kannst ein bisschen tanzen, noch ein bisschen wippen. Sehr schön. Achtung, jetzt Blick zur hinteren Seite der Matte. Wir strecken unsere Beine. Unser hinterer Fuß zeigt gerade zur kurzen Seite. Unser Fuß, der zur vorderen Seite der Matte zeigt, stellt sich schräg auf. Die Hüfte ist noch offen. Blick zur hinteren Seite der Matte. Und jetzt winkeln wir erstmal hier schön die Kante wieder in den Boden drücken. Jetzt schränken wir unsere Hände hinter uns und öffnen unser Herz. Sehr gut. Wir kicken hier einmal die rechte Hüfte nach hinten. Und jetzt beugen wir uns hier zur Seite. Aber die rechte Schulter kommt nicht nach unten, sondern die zieht nach hinten. Bleibt die ganze Zeit zur Decke aufgerichtet. Sehr gut. Langer Rücken und die Füße ziehen schön zueinander. Aktive Beine. Tief einatmen. Und aus. Einatmen. Wir öffnen unsere Arme. Trikonasana, das Dreieck. Bleib schön aufgerichtet im Oberkörper. Dreh mit jeder Einatmung das Herz noch weiter Richtung Decke und spür deine seitliche Bauchmuskulatur atmen. Arbeiten. Tief einatmen und aus. Einatmen, wir kommen nach oben. Ausatmen, wir setzen einmal tief in Krieger 2. Und dann drehen wir uns hier und kommen nach unten, umrahmen unseren Fuß. Und schieben uns nach hinten herab, schauen nach unten. Von hier atmen wir wieder ein und fließen durch einen Vinyasa. Fortgeschrittene können ihr Vinyasa wählen, wie sie möchten. Wieder atmen ein, in die Planke. Ausatmen, die Knie setzen ab. Variation, zieh die Schulter nach hinten und komm einmal mit Unter- und Oberarm in den rechten Winkel. Vom rechten Winkel einmal hochdrücken. Und dann nochmal in den rechten Winkel kommen. Wir setzen die Füße ab und schieben uns nach oben in den herausschauenden Hund. Entweder auf Knien oder drückt die Füße in die Matte und komm hoch. Sehr gut. Tief einatmen hier und dann finde deinen Weg zurück in den herausschauenden Hund. Tief atmen und aus. Einatmen, wir beugen die Beine. Blick geht nach vorne, wir machen einen großen Schritt mit links und rechts direkt in die halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Und einatmen über die Seite. Nach oben, herausschauender Baum. Ausatmen, Hände vors Herz. Und einatmen, Tadasana. Keine Sorge, wenn ihr nicht die ganze Zeit seht, was ich mache, es kommt nichts Neues dazu. Wir atmen hier tief ein.
Zieh nochmal den Mundwinkel nach oben. Sehr gut. Und dann kommen wir nach oben. Zieh uns nochmal lang. Blick folgt den Händen. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Und diesmal bringen wir auf wieder unsere Füße und Knie zusammen und strecken dieses Mal den rechten Fuß nach hinten. Knie bleiben zusammen, sehr gut. Und dann atmen wir ein. Halbe Vorwärtsbeuge aus. Ganz Vorwärtsbeuge. Ein, zwei. Ausatmen. Einatmen, drei. Ausatmen. Einatmen, vier. Ausatmen. Einatmen, fünf. Und ausatmen, großer Schritt nach hinten. Wir erden das hintere Knie. Achten darauf, dass das vordere Knie schön über der Fessel ist. Und atmen hier ein in unseren Low Lunge. Sehr gut. Vielleicht erinnert ihr euch, wir atmen hier ein. Unser Brustkorb ist stolz. Der Blick kann auch nach oben gehen. Wenn der Bauch schön fest ist, könnt ihr auch gerne in eine etwas extremere Rückbeuge kommen. Tief ein. Ausatmen, wir strecken das vordere Bein zu uns, das Gesäß schiebt nach hinten. Und einatmen, heben, zwei. Ausatmen, Dehnung in die Rückseite. Einatmen, heben, drei. Ausatmen. Einatmen, heben, vier. Sehr schön. Ausatmen. Und einatmen, heben und ausatmen. Sehr gut, Achtung, einatmen, zurück in den Low Lunge. Ausatmen, die Hände umrahmen den vorderen Fuß und wir drücken uns mit dem hinteren Bein ab in unseren Half Split, Standing Split, Entschuldigung. Ihr könnt euch hier einfach abstützen und versuchen, das hintere Bein Richtung Decke nach oben zu ziehen oder ihr nehmt die linke Hand, fasst eure Wade an und zieht euch hier noch weiter in die Vorwärtsbeuge und drückt das gestreckte hintere Bein maximal nach oben. Ohne dabei nach vorne überzuschlagen, bitte. Schön tief einatmen. Ausatmen, großer Schritt nach hinten. Einatmen, High Lunge. Sehr gut. Wer zwischendurch umgefallen ist, das linke Bein steht vorne, das rechte hinten. Wir sind im High Lunge. Atmen einmal tief ein hier. Und aus, wir drehen den hinteren Fuß und treffen uns im Krieger 2. Blick immer noch zur hinteren Matte. Einmal kurz die Fußstellung, schön nochmal die Außenkante in den Boden drücken. Der Po ist nicht nach hinten gestellt, kippt das Becken. Und stolzer Stand. Atmen tief ein hier. Ausatmen, Schultern ziehen weg von den Ohren, wir setzen uns etwas tiefer im Becken. Und dann einatmen, wir kommen wieder in den friedlichen Krieger. Die rechte Hand kommt hinten aufs Bein. Wir gucken die linke Hand an und ziehen sie hier in eine Rückbeuge. Ausatmen, der Unterarm kommt auf den Oberschenkel. Wir ziehen uns lang in den seitlichen Winkel. Von Fußkante bis in die Fingerspitze langziehen. Einatmen, friedlicher Krieger. Zwei. Und ausatmen. Finde deinen Rhythmus. Einatmen, friedlicher Krieger, drei. Und ausatmen. Spüre richtig, wie der Atem dich zieht. Einatmen. Vier. Ausatmen. Sehr schön. Einatmen, fünf. Und aus. Seite verwinkelt. Und von hier strecken wir das vordere Bein. Drehen nochmal beide Füße in den 45 Grad Winkel nach vorne. Einatmen, heben, ausatmen, Hände vors Herz, wir setzen tief in die Götter. Einatmen, heben und ausatmen, tief setzen. Ja, vielleicht sind die Oberschenkel jetzt schon ein bisschen weicher geworden. Du kannst ein bisschen wippen, vielleicht ist da jetzt mehr Platz. Knie schön nach außen drücken. Einatmen, heben, vier, ausatmen, tief. Einatmen, heben, fünf. Ausatmen, tief. Und dann heben wir. Und jetzt geht der Blick wieder zur vorderen Seite der Matte. Der vordere Fuß dreht. Die Außenkante kommt schön in den Boden. Ferse zu Ferse. Und dann verschränken wir wieder unsere Hände und öffnen unser Herz.
kicken wir hier die linke Hüfte ein bisschen nach hinten. Unser Herz noch schön geöffnet. Und jetzt kippen wir einfach hier ein bisschen nach vorne. Das heißt, seitlich die rechte Schulter will zum Knie, aber die linke Schulter hält dagegen. Die möchte nämlich zur Decke. Das Herz bleibt aufgedreht. Tief atmen und die Füße ziehen zueinander. Der Bauch ist schön fest. Tief ein- und ausatmen und dann öffnen wir die Arme. Trikonasana, das Dreieck. Die Arme ziehen kraftvoll nach oben und unten auseinander. Und die Hüfte bleibt auf einer Ebene. Wir ziehen jetzt nicht, um nach unten zu kommen, den Popo nach hinten. Stell dir vor, du lehnst dich nach hinten an eine Wand an. Sehr gut. Tief atmen. Und aus. Einatmen, wir ziehen uns langsam wieder nach oben. Und ausatmen, setzen tief im vorderen Knie. Fächer nach unten. Drücken uns nach hinten in den herabschauenden Hund. Atmen hier, drücken uns entweder in die Stellung des Kindes oder fließen halt Wirbel für Wirbel nach vorne. Und fließen durch unser Vinyasa. Ausatmen, gerne am rechten Winkel nur absetzen und dann hochdrücken in den herausschauenden Mund. Tief einatmen hier. Und dann finden wir unseren Weg zurück und drücken jetzt einmal alle in die Stellung des Kindes mit den Knien zur äußeren Seite der Matte. Hände schön nach vorne auffächern und Stirn ablegen. Tief atmen. Schließ einmal deine Augen. Und finde deinen Atem. Entspanne einmal deine Beine. Tief ein. Und aus. Tief ein. Und aus. Und dann strecken wir uns weit nach vorne. Setzen die Füße hinten auf. Und schieben das Gesäß zurück in den herabschauenden Mund. Super. Wir atmen tief ein. Und aus. Mit der nächsten Einatmung ziehen wir unser rechtes Bein nach hinten oben. Ausatmen. Jetzt nehmen schön das Knie mit. Spannen hier den Bauch an. Und stellen leise den Fuß nach vorne hin ab. Sehr gut. Wir lassen den ersten Flow aus. Und ansonsten wiederholen wir das nochmal. Dass wir uns so richtig dieses Mal auf den Atem konzentrieren. Das heißt, wir kommen jetzt nicht in den Low Lunge. Sondern kommen direkt nach oben einatmen. High Lunge. Und von hier wollen wir trotzdem einmal unsere Rückseite dehnen. Das heißt, wir kommen in den Skispringer. Tief einatmen. Ausatmen, das vordere Bein streckt und ihr stoßt euch nach hinten ab. Ihr müsst es natürlich nicht maximal strecken. Richtig abstoßen, die Schulter wieder ziehen nach hinten und weg von den Ohren. Das Brustbein möchte Richtung Knie. Einatmen, heben, zwei. Ausatmen, dehnen. Einatmen, heben, drei. Ausatmen, Skispringer. Sehr gut. Einatmen, heben. Vier. Und ausatmen, Skispringer. Einatmen, heben. Fünf. Und ausatmen. Wir drücken uns einmal hoch in den Krieger 3. Genau, also nicht nach unten kommt in den Standing Split, sondern ihr schiebt euch einfach in die Standwaage. Entweder ziehen die Hände nach hinten oder die Hände kommen vors Herz. Du kannst jederzeit den Fuß absetzen und dich wieder abdrücken. Schön nach hinten eine Wand wegschieben. Die Hüften sind geschlossen. Versuch die linke Hüfte nach unten und die rechte nach oben zu drücken. Starker Stand hier. Tief einatmen. Und ausatmen. Wir machen einen großen Schritt nach hinten. Einatmen, High Lunge. Und Achtung, ausatmen, Krieger 2. Einatmen, stolzer Stand. Ausatmen, wir setzen tief. Und von hier kommen wir in den Flow, aus Richter Krieger, einatmen und ausatmen. Die Hand setzt ab, wir ziehen uns hier wieder lang in den seitlichen Winkel. Einatmen, friedlicher Krieger, ausatmen, seitlicher Winkel. Einatmen, drei,
Und ausatmen. Einatmen, 4. Und ausatmen. Und einatmen, 5. Friedlicher Krieger. Ausatmen, seitlicher Winkel. Und dann atmen wir ein, strecken unsere Beine, 45 Grad Winkel. Einatmen, die Arme heben, ausatmen, setzen schief in Goddess. Einatmen, heben, ausatmen, senken. Einatmen, hoch. Ausatmen, runter. Einatmen, 4. Und ausatmen, tief. Einatmen, 5. Ausatmen, tief. Einatmen, wir strecken die Beine, Blick geht wieder nach hinten. Wir drehen die Füße wieder in die Krieger 2 Position. Drücken die Außenkante schön in den Boden. Die Hüfte ist offen. Und wir rollen nochmal unser Herz auf. Kippen die Hüfte nach rechts. Der Bauch ist fest. Und wir schieben uns hier nochmal schräg. Genau, die linke Schulter möchte zum Knie. Die rechte Schulter dreht auf Richtung Decke. Atme tief ein. Zieh die Füße wirklich zu dir. Zueinander, als wenn du die Matte zusammenrollen möchtest. Und der Bauch zieht ein. Einatmen, wir öffnen die Arme in Trikonasana. Atme tief und gleichmäßig. Stell dir vor, du lehnst dich nach hinten an eine Wand. Und dann einatmen, komm nach oben. Ausatmen, Krieger 2. Und wer möchte das? Nur ob es ist optional. Lass dich hier nach vorne einmal in den Halbmond drücken. Genau, mit offener Hüfte. Schön Schulter über Schulter und Hüfte über Hüfte. Adha Shamrasana, schieb richtig schön nach hinten. Die Wand weg. Ihr könnt natürlich gerne den vorderen Arm auf den Boden nehmen. Und dann langsam wieder zurück. Und dann fächern wir alle gemeinsam nach unten. Drücken uns nach hinten in den herabschauenden Hund. Und jetzt check einmal, wie deine Energie ist. Vielleicht brauchst du eine kurze Pause in der Stellung des Kindes. Oder wir fließen einatmend durch unser Vinyasa. Einatmen nach vorne. Wer im Brett absetzt, bitte langsam und kraftvoll. Nicht durchmogeln. Einatmen, Rückbeuge. Und ausatmen, finde deinen Weg zurück in den herabschauenden Hund. Dann kommen diejenigen, die in Balasana waren, wieder zurück in den Hund. Und wir beugen die Beine, machen einen großen Schritt mit links und rechts nach vorne in die halbe Vorwärtsbeuge. Ausatmen, ganze Vorwärtsbeuge. Und einatmen, über die Seite nach oben. Ausatmen, Hände vors Herz. Sehr gut. Finde hier einmal deinen Atem. Atme tief ein und aus. Schließ deine Augen. Und mit der nächsten Einatmung ziehen wir unsere Arme nochmal nach oben. Ausatmen. Kommen nach unten. Vorwärtsbeuge. Und dieses Mal machen wir einen großen Schritt mit rechts nach hinten. Und kommen direkt in unseren High Lunge. Wir sind hier einatmend. Und Achtung, ausatmend. Skispringer. Brustkorb schiebt nach vorne. Einatmen, heben, 2. Ausatmen, Skispringer. Einatmen, heben, 3. Ausatmen, Skispringer. Und einatmen, heben, 4. Ausatmen, Skispringer. Ein letztes Mal einatmen, heben. Und dann drücken wir uns ab und drücken uns direkt in den Krieger 3. Wir kommen in die Standlage. Das kann hier sein oder wenn deine Rückseite etwas wärmer ist, kannst du den Oberkörper auch weiter nach vorne beugen. Wichtig ist hier, die Ferse nach hinten rausdrücken. Die Arme ziehen entweder nach hinten oder kommen vors Herz. Tief einatmen und aus. Und dann machen wir langsam einen großen Schritt nach hinten. Atmen ein. Und atmen aus, öffnen nochmal in die Krieger 2 Position. Sehr gut, die Hüften sollten jetzt offen und warm sein. Außenkante drückt wieder in den Boden, die Hüfte ist geöffnet. Die Arme ziehen nach vorne und hinten.
Tief einatmen und aus, tief setzen. Einatmen, friedlicher Krieger. Ausatmen, seitlicher Winkel. Langziehen in die Seite. Einatmen, friedlicher Krieger. Ausatmen, seitlicher Winkel. Lass die Atmung, die Wind ziehen. Einatmen, drei. Ausatmen. Einatmen, vier. Ausatmen. Einatmen, fünf. Ausatmen. Einatmen, vordere Beine strecken. Und noch einmal in den 45-Grad-Winkel. Einatmen. Ausatmen, tief setzen. Dieses Mal bleiben wir hier und schieben uns mal hier von rechts nach links. Ein bisschen tiefer setzen. Sehr gut. Ja, vielleicht zittern auch die Oberschenkel schon. Einatmen, heben. Und dann drehen wir den vorderen Fuß wieder zur vorderen, die kurzen Seite der Matte stellen. Die hintere Fußkante wieder parallel zur kurzen Seite. Und öffnen noch einmal unser Herz. Kicken die linke Hüfte nach hinten. Und dann drücken wir unsere Brust richtig schön raus. Und lassen langsam die rechte Schulter Richtung Knie kippen. Die linke zieht nach oben. Blick entweder nach oben oder gerade. Sehr gut, die Schultern sind übereinander. Die Füße ziehen zueinander. Die Beine sind aktiv. Und dann öffnen wir Trikonasana, das Dreieck. Tief einatmen und aus. Einatmen, Länge in die Wirbelsäule und aus. Einatmen, wir heben. Ausatmen, Krieger 2. Und wer jetzt möchte, greift entweder nach unten auf den Boden und schiebt sich so einmal hier in den Halbmond oder ihr kommt in den Floating Halbmond oder cheatet, indem ihr euch an einer Wand festhaltet oder an einem Stuhl. Wichtig ist hier im Vergleich zu Krieger 3, die Hüfte ist auf und die Schultern sind übereinander. Das ist wirklich nur optional und dann kommen wir alle wieder zurück. Krieger 2 und fächern uns nach unten, herabschauender Hund. Sehr schön. Check einmal dein Energielevel. Entweder wartest du auf uns in Balasana oder du schiebst dich nochmal Wirbel für Wirbel nach vorne und fließt durch dein Vinyasa. Das kann gegen Ende auch gerne wieder die Anfangsversion sein. Knie, Brust und Kinn. Und einatmen in die Babykobra. Ausatmen, wir finden unseren Weg zurück und treffen uns in der Stelle des Kindes Balasana. Schenken uns ein großes Lächeln für den anspruchsvollen Flow, besonders für die Handhalte unter uns, die nicht so offene Hüften haben, wo ich mich trotz Yoga noch dazu zähle. Tief einatmen. Und wenn du möchtest, die Gedanken kommen ja sowieso jetzt, dann denk doch nochmal an irgendwas Lustiges. Vielleicht an einen lustigen Film oder an einen Comedian. An eine Situationskomik. Oder an eine ansteckende Lache. Atme einmal tief ein. Und aus. Und dann kam einmal nach oben in den Fersensitz. Wir haben uns jetzt so doll die Beine und die Hüften aufgewärmt, dass wer gerade mal ausprobieren möchte, wie ein Spagat aussieht, der kann das jetzt machen. Wenn nicht, dann kommst du einfach wieder zurück in dein Kind in Balasana. Ich kann euch die Vorstufe zeigen. Den halben Spagat haben wir nämlich schon gemacht. Nur einfach, um ein bisschen rumzuspielen. Und zwar waren wir in unserem Low Lunge. Du kannst das rechte Bein mal mit nach vorne nehmen und hier nochmal einatmen. Und wenn du jetzt hier deinen Bauch schön einziehst und hier hinten nochmal schön reindehnst, vielleicht möchtest du auch das hintere Knie greifen, vorsichtig, gerne mit überschlagener Matte oder einem Kissen. Dann greifen wir hier nochmal das Bein. Und ziehen uns hier nochmal lang, ziehen den rechten Arm nach oben.
Richten uns schön auf, kicken den Fuß richtig in die hintere Hand. Wir wollen hier schön den Hüftflexer dehnen. Den braucht man nämlich für Frauenspagat ganz besonders. Tief einatmen und aus. Sehr gut. Dann lösen wir vorsichtig. Und schieben uns dann einfach nochmal in den halben Split von vorhin, indem wir hier unseren vorderen Fuß zu uns ziehen. Und dann können wir hier schon testen, wie weit ist unsere Rückseite. Ihr könnt hier bleiben oder von hier mit gestrecktem Bein nach vorne gehen und euch aufrichten und einfach mal gucken, wie weit ihr kommt in eurem Spagat. Wir sind jetzt schön warm. Das ist wie gesagt kein Muss. Könnt die Arme nach oben strecken, tief einatmen und mit der Ausatmung richtig schön loslassen. Ich merke auch schon, ich habe lange nicht geübt. Und dann nicht ganz zu lange drin bleiben, kommt gerne wieder raus. Und schiebt euch einmal zurück in die Stellung des Kindes. Einmal nachspüren hier. Und dann kommen wir alle gemeinsam nochmal mit dem linken Bein nach vorne. Greifen zum Kissen oder umschlagen die Matte einmal, um das hintere Knie zu schützen. Halten uns hier fest und versuchen einmal den hinteren Fuß zu greifen und uns schön aufzurichten. Den linken Arm entweder dazu oder der bleibt hier auf dem Oberschenkel. Wichtig ist, wir wollen nochmal schön in den rechten Hüftflexer dehnen. Tief atmen, den Fuß in die Hand kicken. Und hier schön die Muskulatur langziehen. Das ist nicht nur eine Vorbereitung für Spagat, sondern auch sehr gut für verspannte Hüftflexer, die oft für unteren Rücken Schmerzen sorgen. So, und dann schieben wir nochmal unser Gesäß Richtung Po, Richtung Ferse, Entschuldigung. Wir ziehen nochmal hier unsere Zehen zu uns heran, dehnen nochmal alle gemeinsam unsere Rückseite. Und wenn euch das reicht, bleibt hier. Wenn nicht, schiebt euer hinteres Knie zurück und fangt am besten erst an, euer vorderes Bein zu strecken. Ja, also hinten liegt es auf und euren vorderen Fuß flext ihr. Und dann könnt ihr den immer weiter nach vorne wegschieben. Und dann vorsichtig hier aufrichten. Ihr könnt euch auch, wenn ihr zu Hause übt, hier Bücher drunter legen, um euch hier aufzurichten. Und dann tief atmen. Und vielleicht absetzen. Sehr gut, bleibt nicht zu lange drin. Und dann schieben wir uns alle zurück in die Stellung des Kindes und vergessen gar nicht mehr, was passiert ist. Ich hoffe, es hat sich niemand wehgetan. Ich möchte nur die Option geben, wenn wir jetzt schon so viel Vorbereitung gemacht haben, das einfach mal auszuprobieren. Von hier atmet ihr tief ein durch die Nase und aus durch den Mund. Tief ein und aus durch den Mund. Nochmal tief ein und aus. Sehr gut. Und dann krabbeln wir nach vorne und legen uns hier ab. Und rollen uns direkt einmal in die Rückenlage zurück. Und umarmen uns, geben uns hier noch ein bisschen Liebe, rollen von rechts nach links, rollen den unteren Rücken aus. Sehr gut. Und zum Abschluss wollen wir nochmal in die Innenschenkel dehnen, die haben heute ordentlich was getan. Wir öffnen die Knie zur Seite, greifen durch die Knie durch und versuchen hier die Außenkanten von unseren Füßen zu greifen. Oder die Fesseln, wenn du nicht ganz so weit kommst. Die Fußsohlen zeigen nach oben und die Fesseln sind über den Knien. Von hier versuchst du jetzt dein Gesäß, dein Steißbein wieder runterzurollen Richtung Boden. Und dabei solltest du jetzt schon eine Dehnung spüren in den Innenseiten. Zusätzlich kannst du jetzt noch die Füße in die Hände kicken und die Hände ziehen die Knie Richtung Achselhöhle. Sehr gut, wir sind ein Happy Baby. Ich versuche mich dann immer daran zu erinnern, wie ich im Kinderwagen lag.
von rechts nach links gerollt, dann das könnt ihr auch machen. Kleine Babys, die ihre Füße greifen. Wenn du Kinder hast, dann kannst du daran denken, dass deine Kinder noch klein waren und einfach gespielt haben. Genau. Und Rollchen von rechts nach links. Und dann kommen wir noch einmal zur Stille. Zieh noch einmal schön die Knie Richtung Achsen, spüren die Dehnung in den Innenseiten. Und dann langsam lösen. Mach noch einmal dein Päckchen. Öffne dann deine Arme zur Seite. Und lass deine Knie auf Nabelhöhe einfach nach rechts rüber kippen. Und komm hier noch zum Abschluss in einen kleinen Twist. Atme tief ein. Öffne deinen Mund leicht. Tief einatmen. Und aus. Schließ deine Augen. Noch zwei tiefe Atemzüge. Und dann komm langsam aus, dann der Kraft deiner Bauchmuskel wieder zurück. Zieh noch einmal deine Knie zur Brust heran. Streck deine Arme dann wieder von dir weg. Und dann lassen wir die Knie nach links rüberfallen. Schön auf Nabelhöhe. Und dann komm hier in den Twistblick über die rechte Schulter. Tiefe Atemzüge in die Seite. Lass deine Augen geschlossen. Genieße den Cooldown. Tief ein- und ausatmen. Und noch die zwei tiefe Atemzüge. Schick nochmal deinen Atem in die Seite. Und dann komm langsam zur Mitte zurück. Zieh die Knie zu dir heran und zieh dir vielleicht etwas über, falls dir kalt ist. Oder greif zu einer Decke, damit du nicht auskühlst. Und dann komm in dein wohlverdientes Shavasana. Wenn du ein bisschen unterer Rücken hast, roll dir gerne eine Decke ein oder hol dir ein Kissen und leg das schön unter deine Knie. Und jetzt ganz wichtig, öffne deine Beine weiter als mattenbreit. Und roll dich dann ab. Unsere Innenschenkel wollen atmen und sich entspannen. Die Füße fallen nach außen. Und wir legen uns ab. Die Hände werden von uns weggestreckt. Rechts und links, die Handflächen zeigen nach oben. Richte dich hier ein, mach dir ein paar Minuten in Stille. Finde deinen Atem. Schüttel nochmal deine Beine aus. Die haben sehr stark gearbeitet. Das Einzige, was sich jetzt in deinem Körper bewegt, ist dein Atem. Wir wollen noch einmal durch den Körper scannen, angefangen bei unseren Füßen. Spür einmal den Kontakt von deinen Hacken zum Mattenboden oder zum Fußboden. Spür einmal das Material, auf dem sie abliegen. Und dann gib die ganze Kraft ab. Das ganze Gewicht, deine Füße, deine Waden und deine Oberschenkel werden ganz weich. Mit der nächsten Ausatmung spürst du, wie deine ganzen Beine entspannen, wie sie schwer werden und die Muskulatur ganz weich wird.
Geh gedanklich etwas höher zu deinem unteren Rücken und spür den Kontakt deines Beckens zum Boden. Atme tief ein und dann lass alles los. Dein Becken ist ganz entspannt. Geh einmal zu deiner Bauchdecke. Spür, wie die Einatmung sie anhebt. Und deine Organe, deine Bauchdecke, deine Bauchmuskeln werden mit jeder Ausatmung weicher. Alles ist ganz entspannt. Geh in die Wirbelsäule entlang hoch und spüren einmal den Kontakt von unseren Schulterblättern zum Boden. Die Einatmung hebt den Brustkorb. Mit der Ausatmung werden wir hier ganz weich. Geben alles an die Matte ab. Unsere Schultern, Schlüsselbeine, Oberarme, Unterarme und Hände sind entspannt. Entspann deine Hände bis in die Fingerspitzen. Atme ein und mit der Ausatmung werden deine Arme ganz schwer und weich. Gehe gedanklich den Nacken entlang. Lass dein Kehlkopf weich werden. Hier liegt dein Halschakra, dein Kehlchakra. Lass jetzt auch deinen Kiefer los, öffne deinen Mund leicht. Die Zunge liegt locker in deinem Mundraum. Und dann entspann dein Gesicht. Entspann deine Augen, lass deine Stirn ganz glatt und weich werden. Und dann geh einmal an deinen Hinterkopf, spür den Kontakt vom Kopf zur Matte. Atme ein und mit der Ausatmung wird dein Kopf schwerer. Spür jetzt deinen Atem, wie er langsam durch die Nase ein- und ausfließt. Mit jeder Ausatmung wird dein Körper schwerer und deine Muskeln weicher. Und du bleibst hier noch 2-3 Minuten für dich. Shavasana.
Einatmen wird langsam wieder tiefer. Fang langsam an, deine Finger und Füße zu bewegen. Roll deinen Kopf von rechts nach links. Oder mach alle Bewegungen, die dir jetzt gut tun. Du kannst dich auch strecken und nochmal schön lang ziehen. Und dann umarm dich nochmal, zieh deine Knie zu dir heran, lass deine Augen noch geschlossen. Roll dich nochmal über den unteren Rücken. Und dann komm auf der rechten oder der linken Seite in Embryo-Stellung. Nochmal kurz zur Ruhe. Schenk dir ein Lächeln. Und wenn du dann soweit bist, drück dich ganz langsam über die Arme nach oben. Mach jetzt keine hektischen Bewegungen mehr. Du kannst dir gerne ein Kissen nehmen oder dich kurz so in den Schneidersitz setzen. Und wenn du hier oben angekommen bist, bring die Hände vor dein Herz und schließ deine Augen. Die Daumen berühren dein Brustbein für den Kontakt zu dir selbst. Atme einmal tief ein in Dankbarkeit für deine Praxis heute. Und dann nehmen wir einmal die Hände nach oben, berühren den Punkt zwischen unseren Augenbrauen, das dritte Auge. Für klare, ruhige Gedanken. Atme hier einmal ein und aus. Dann bringen wir unsere Hände vor unseren Mund. Für wahre und herzliche Worte im Umgang mit anderen, aber besonders im Umgang mit dir selbst. Atme einmal tief ein. Und aus. Und dann bringen wir die Hände zurück auf unser Herz, berühren unser Brustbein. Für ein glückliches und zufriedenes Herz. Einmal tief einatmen. Und ausatmen. Namaste. Schön, dass du wieder dabei warst heute. Ich hoffe, es war nicht allzu anstrengend. Ich hatte Lust, heute ein bisschen mehr zu fließen. Etwas weniger.